Liebe Schwestern und Brüder, in dem heutigen Abschnitt aus dem Römerbrief, den wir eben gehört haben, ging es um zwei Spannungsfelder. Das ist auf der einen Seite die Sünde und der damit verbundene Tod und auf der anderen Seite die Überwindung, die Tilgung der Schuld durch das Geschenk der Gnade und das damit verbundene Leben. Anders ausgedrückt, unser Leben ist ausgespannt zwischen diesen beiden Polen. Als Sünder stehen wir, um das jetzt im biblischen Bild zu sagen, in direkter Beziehung zu Adam, durch dessen Ungehorsam die Sünde in die Welt gekommen ist. Als Erlöste stehen wir in direkter Beziehung zu Jesus Christus, auch zweiter Adam genannt, der durch seinen Gehorsam das, was der erste Adam durch das Essen von der verbotenen Frucht verdorben hat, wieder gut zu machen, durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Heute gewährt uns Lukas im Evangelium einen Blick auf das Weltende. Dazu erzählt er die Bildrede von den nicht abgelegten Gürteln und den brennenden Lampen. Die Rückkehr des Herrn, der auf einer Hochzeit ist, soll wachsam erwartet werden. Diese Rückkehr steht für das zweite Kommen Jesu als Weltrichter am Ende der Zeit. Jesus lässt bewusst offen, wann das Ende kommt, ob in der ersten oder in der zweiten Nachtwache. Er lässt es offen, damit sich die Jünger, und damit sind letztlich auch wir gemeint, nicht in einer falschen Sicherheit wiegen und darüber die Wachsamkeit vergessen. Andererseits lässt Jesus keinen Zweifel daran, dass der Herr zurückkehrt und das Ende der Welt kommt. Die Eindringlichkeit, mit der er zur Wachsamkeit ruft, ist nicht zu überbieten. Jesus ermahnt uns nicht nur zur Wachsamkeit, er gibt uns dafür auch ein starkes Motiv. Teilnahme an dem Mahl, bei dem der Herr uns als Gastgeber bedienen wird und Freude herrschen wird ohne Ende. Wir haben es gern, wenn wir Dinge selbst in der Hand haben und bestimmen können. Spätestens seit dem Beginn der Corona-Pandemie müssen wir uns eingestehen, dass wir uns nicht selten gewaltig selbst überschätzen. Erst wenn wir in der Haltung der Demut vor den Herrn treten, mit wachsamem Herzen, sind wir offen für das Geschenk seiner Liebe. Da kann uns sein Erbarmen dann heilen und zum Geschenk werden. Feiern wir ganz in diesem Sinne jetzt miteinander das heilige Mahl, bei dem Christus in unserer Mitte sein wird, in den Gestalten von Brot und Wein.